Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Creatures of Ava. Ja, also ich habe versucht noch was zu machen, aber, und das kann ich euch gerne mal kurz zeigen, wenn ich hier drauf gegangen bin. Okay, keine Ahnung, wo der eine jetzt plötzlich herkommt, aber wie ihr schon seht, wenn ich hier drauf gegangen bin, dann waren die Tiere nämlich alle weg. Und das hatte ich eigentlich überall. Also keine Ahnung, wo der jetzt auf einmal wieder herkommt. Der war beim letzten Mal nämlich auch weg. Und da waren die alle so weiß. Bis auf die hier, die hat er mir angezeigt. Aber ich bin das komplette Gebiet abgelaufen. Im großen Maße. Und ich habe die nirgendwo gefunden. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal mit der Geschichte weiter. Das Spiel hat mir eh schon die Freude an den 100% versaut, weil ja, die habe ich halt im Sumpf schon nicht gehabt. Ne, Moment, jetzt bin ich im Sumpf. Die habe ich, wo waren wir denn da? Im Dschungel, ne? Die habe ich im Dschungel schon nicht gehabt. Und ja, dann brauche ich es jetzt auch nicht mehr zu versuchen. Wir laden den Schlüssel auf. Ja, machen wir. Ist alles in Ordnung, Nima? Du warst auf dem Rückweg recht still. Mir geht es gut. Vielleicht ist es die Rückkehr ins Grasland. Es fühlt sich irgendwie anders an. Kann ich verstehen, weil ich hätte nie meinen Kommentar abgelassen in der letzten Folge. Hätte ich gewusst, dass wir nicht wieder zurück können. Das Welken hat sich stark ausgebreitet, während wir fort waren. Das ist es. Ich dachte, ich würde mir Sorgen machen, aber ich fühle mich einfach nur müde. Wenn man den ganzen Tag hart gearbeitet hat, ein Schmerz aber, er ist fast angenehm. Die Art von Schmerz, die einen zum Lächeln bringt, wenn man endlich ins Bett kriecht. Es ist schwer zu erklären. Okay, aber schlaf bitte nicht noch ein. Ich muss mit Tabitha sprechen. Danach haben wir noch mehr Arbeit zu erledigen. Oh. Ja, stimmt. Es gibt noch einen Ort, wo wir den Nafitar stärken können. Die Antardünen. Ich treffe dich am Tor im Süden, wenn du mit deiner Freundin gesprochen hast. Ja, da können wir, ja, da können wir rum. Da steht sie auch schon. Ich dachte aber eigentlich, wer sind jetzt hier alles? Ach, die sind jetzt alle mitgekommen. Hä? Jetzt verwirrt mich hier nicht, Leute. Moment, wen brauchen wir denn noch? Charaktere. Ach so, Tabitha auch noch. Honlo Septi. Epa Ukti. Honlo Septi Epa Ukti. Honlo Septi Epa Ukti. Honlo Septi Epa Ukti. So finden wir keiner von denen. Boah, was für ein Name. Honlo Septi. Tutti war auch nicht dabei, ne? Tutti. Oh, was waren das jetzt gerade für Trommeln? Lili war. Ach, das waren keine Trommeln, das warst du. Hallo, mein Süßer. Dich kann ich leider nicht mehr streicheln, es tut mir leid. Aber warum hängst du hier so komisch drin? Gut, die anderen sehe ich jetzt leider nicht, die anderen Namen. Dann sprechen wir erstmal mit Tabitha. Hey Tabitha, können wir reden? Vic, Krate, was war so wütend? Er kapiert nicht, was du da draußen für gute Arbeit leistest.
Ja, was das angeht. Ich denke, du solltest das hier lesen. Es sind Notizen aus dem Forschungslabor im Sumpf. Das sind... Aber das ist... Du weißt, was das bedeutet, oder? Krate, was lügt. Das Management lügt. Es muss dafür eine Erklärung geben. Bitte, Tab, mach die Augen auf. Die Bioarche ist überhaupt gar keine Arche. Es ist nur eine weitere Testeinrichtung. Wir haben die Kreaturen in ein Labor geschickt. Nein. Nein, ich habe die Dokumente gesehen. Ich habe die Berichte gelesen. Es ist nicht... Ich weiß, es ist schwer, Tab, aber du musst aufwachen. Ich brauche dich. Ich brauche meine Freundin wieder. Was willst du tun? Nima hat eine Theorie. Wir gehen zu den Antar-Dünen. Dieses Werkzeug der Nafitar. Wenn wir einen weiteren Weisenstein finden, verleiht er uns vielleicht die Macht, diesen Ort zu retten. Ava zu retten. Aber, Vic, das ist... Wir haben keine andere Wahl, Tab. Das war's. Keine weiteren Bots, kein Rattenfinger mehr. Ich bin fertig mit dem Retten der Kreaturen. Es ist Zeit, den Planeten zu retten. Das sage ich schon von Anfang an. Den Planeten. Das ist, was Margaret Thur gewollt hätte. Dr. Thur. Hallo, spring doch nicht hier so rum. Ich wollte doch nur weiter bestätigen. Wo fange ich denn jetzt mit an? Moment, hier ist ein Ausrufezeichen. Aber ich glaube, da habe ich die Pflanzen gar nicht von, oder? Einige dieser Pflanzen kämen wegen des Welkens ums nackte Überleben. Es ist bewundernswert, dass du dich um sie kümmerst. Hast du uns mehr gebracht? Hier, die Flora des Maruba-Sumpfes. Wir danken dir. Aber es ist nicht wichtig, dass sie überleben. Sie müssen nur blühen. Ich finde trotzdem, dass unsere Arbeit sich lohnt. Seit wann werden hier ständig die Dings angezeigt hier? Kann ich noch was mit dir? Nee. Die Namen angezeigt im Hintergrund ist ja schlimm. Weil sonst, wenn man so ein Gespräch hatte mit den Leuten, dann ist das nämlich nicht gewesen. So, dann haben wir zumindest schon mal eins. Das ist gut, aber ich will das jetzt nicht noch voll machen. Die Frage ist jetzt, wir haben... So, halt so. Na, wir haben jetzt trotzdem alles voll mit den Pflanzen. Ah. Ich lasse das noch drin, bis wir in ein neues Gebiet gehen. Ukup, was mit dir? Ukup, schön, dass du es aus dem Sumpf geschafft hast. Sieh an, wenn das nicht die Giftspritze ist. Das war ich nicht, weißt du noch? Ich war diejenige, die den Dreck beseitigt hat. Oh, klar. Du hast ein Schlamassel beseitigt und ein anderes verursacht. Wovon redest du bitte? Die Ruinen auf dem Hügel. Du bist vor einer Weile dort rausgeplatzt. Wir haben alles darüber gehört. Du hast dir deinen Weg da rausgebahnt. Und jetzt sieh dir an. Weit offen. Das Welken wäre auch ohne mich da rausgekommen. Und seit wann? Wir geben kein Kreize darauf, was aus den Ruinen rauskommt. Wir müssen uns Sorgen um das machen, was reinkommt. Hä? Unser kleines Niuig. Dein zahmes Tschum? Oh nein. Wir gingen an den Stufen vorbei, die dort hochführten. Niuig war wohl neugierig. Als wir bemerkten, dass unser Schum uns nicht mehr folgte. Ach Mist, glaubst du, dass unser kleines Niuig noch dort oben ist? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Ja, dann würde ich sagen, ist das unsere nächste Aufgabe. Scheiß drauf, dass da noch andere Aufgaben sind. Wobei, Moment. Wieso haben wir hier schon wieder Infizierte?
Von denen hatte ich schon ein Foto, ne? Stand da gerade. Okay. Ja gut, okay, okay. Das heißt aber, wir haben jetzt auch keine Kreise. Ja, super. Jetzt habe ich hier so schön den Auftrag erfüllt. Wir müssen da hinten zum Tempel. Ja, so oder so ist das, glaube ich, ungefähr der gleiche Weg von der Länge her. Jetzt muss ich nur mal schauen. Gehen einmal hier durch. Und wo kommen wir jetzt hin? Moment. Hä, wieso haben die sich jetzt wieder alle ausgebreitet? Poor creature. I gotta help it. Ja, eigentlich schon, aber wieso sind die jetzt wieder alle böse? Also, oder meinte er damit, die sind jetzt böse geworden, als wir jetzt wieder aus dem einen rausgekommen sind? Ach nee, oder? Moment, ich muss... Ich kann direkt hier hin. Das hat ja... Ich dachte, das wäre ein Ding auf der anderen Seite gewesen. Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet gerade. Okay, da komme ich nicht hin. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Weil hier ist ja wirklich alles vorweg jetzt. Hallo? Alter, willst du mich verarschen? Wieso macht die das nicht? Du sollst die Kugel machen. Ach so. Ach, ich hab auf die... Ach, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt müssen wir das wieder auf... Hallo? Das umstellen. Sieht irgendwie gleichermaßen schön, aber auch eklig aus, ne? Wenn das Zeug da direkt... Was haben wir denn hier? Moment, Moment, Moment. Wieso bin ich bereit? Ich dachte, das wäre jetzt die Quest von... Ach, das ist gar nicht die Quest. Oh, ist das euer Ernst? Ja, lass mich hier nicht mal... Da muss ich da rum. Nee, ich bin nicht bereit. Ich wollte doch die Quest machen. Ich dachte, das wär's für mich. Nee, so nicht. So nicht, mein Freund. Jetzt sind die auch schon wieder böse. Haben wir jetzt hier nur noch Böse um uns rum, oder was? Okay, das kannte ich vorher noch nicht. Hallöchen. Och, nee, komm. Ich hasse das. So, das ist voll. Ach toll, das ist aber nur hier, oder wie? Ich wollte eigentlich da hinten das Ding treffen. Kann ich das überhaupt von hier aus? Nee, ne? Aber wie komme ich denn da hin? Theoretischerweise müsste ich dann von der anderen Seite aus dahin, aber... Ich bin mir nicht sicher. Da könnte ich theoretisch rum, aber das ist komplett versperrt, ne? Ja. Schauen wir mal. Was ich nur richtig doof finde. Wenn das jetzt wirklich so ist, dass jetzt hier überall die Tiere alle wieder neu kommen.
und dafür jetzt alle böse sind. Weil Tabitha wird die ja nicht wieder rausgeholt haben. Also die, die wir weggeschickt haben. Dann weiß ich nämlich nicht, wo die ganzen Tiere eigentlich herkommen hier. Newik! This shoe needs help. Wie mein Süßer, geh wieder zurück zu deinem Härchen. Locke ihn nach Hause. Oh Gott, muss ich jetzt die ganze Zeit spielen? Echt jetzt? Naja gut, für sowas spiele ich gerne noch den Rattenfänger, den Kreaturenfänger. Komm mit, Schätzchen. Obwohl ich mich ja lieber geportet hätte, aber... die Frage ist, kommen wir hier so runter? Hier war... Ja doch, hier war eine Treppe. Das müsste eigentlich soweit alles gehen. Bist du noch dabei? Na dann komm, meine Süße. Oder mein Süßer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es Männchen oder Weibchen ist. Vorne ist gleich der Eingang. Hallo? Wieso kommst du nicht mit? Hallo? Komm mit! Na los! Ich will dein Gequietsche hören. So. Kommst du jetzt hier wenigstens mit? Ja. Der war... Oh, jetzt sind die auch noch da. Genau, haut wieder ab hier. Oh, Coop. Ich habe sogar zwei mitgebracht. Hä? Wieso sind das jetzt zwei? Nuik, tu das nie wieder. Oh, Ava, sei Dank. Mensch, wir wissen nicht, ob es bei euch auch Kreaturen gibt, aber gibt es. Ganz viele gute Jungen und gute Mädchen. Dann verstehst du, wie tief die Liebe zu diesen Schätzchen sein kann. Wir wollten so viel Zeit wie möglich mit unserem kleinen Nuik verbringen. Also, danke. Vielleicht bist du doch keine Giftspritze. Das ist ja nett. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Ach, die sind da am Tor oder was? Sind die doof? Moment. Ja, jetzt läuft er weg. Jetzt, wo ich den... Oh, Feigling. So, nächster. Ich bin heute in Geberlaune. Hey, Obom. Wie läuft das Liebesleben? Wieso? Wieso können wir sie nicht spüren, Mensch? Was? Du meinst die Liebe? Wir haben es mit Poesie versucht. Nichts. Wir haben es mit Geschenken versucht. Aber immer noch nichts. Leere. Ich dachte, du wärst nur ein verwirrter Teenager, aber das beschäftigt dich wirklich. Ja. Menschliche Liebe ist anders. Ihr Namen pflanzt euch anders fort als wir. Vielleicht spielt romantische Liebe in eurer Kultur keine Rolle, weil sie nicht gebraucht wird. Aber was fehlt dann? Wieso fühlen wir uns so? Was fühlst du, Obom? Was genau? Als ob da eine Leere in uns ist. Eine Stille. Eine Hand, die sich ausstreckt. Doch kein Namen, um sie zu ergreifen. Das kommt mir bekannt vor. Wirklich? Gib mir etwas Zeit. Ich glaube, ich kenne jemanden, der helfen könnte. Sprich mit Trilo. Moment, Trilo? War das nicht eine von hier? Nee, doch nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Karte. Stopp, stopp, stopp. Markiere das als aktive Quest. Den Fehler mache ich nicht nochmal hier. So. Achso, steht direkt hier. Okay. Trilo, erinnerst du dich an mich vom Sumpf? Wir werden den Menschen, der Nimar zurückgebracht hat, nicht so schnell vergessen. Wir danken dir. Ich bin froh, dass ihr beide euch wiedergefunden habt. Was Trennungen angeht,
Ich glaube, wir haben hier im Grasland ein ähnliches Problem. Eins der Tamuranlan hat Sorgen. Ein junges Nam namens Obom, das Nisthäkchen des Dorfoberhaupts. Obom spürt eine Leere an sich heranwachsen. Ich mache mir Sorgen, dass es dasselbe sein könnte, das Nima erlebt hat. Manchmal fühlen sich Nesthäkchen vernachlässigt oder zu sehr unter Druck gesetzt. Sie beginnen, ihr Volk aus den Augen zu verlieren, ihre Zugehörigkeit. Und dann suchen sie weit entfernt von der Heimat nach einem Sinn. Doch die Liebe, die sie suchen, liegt im Antlitz derer, die sie bereits kennen. Glaub uns das. Interessant. Wenn ich Obom helfe, sich an alle Namen zu erinnern, die Obom lieben, glaubst du, das kleine Nesthäkchen kommt dann darüber hinweg? Es liegt großer Trost in den Gesichtern derer, mit denen wir aufgewachsen sind. Wir haben das aus erster Hand gelernt, dank dir. In den Gesichtern derer, mit denen wir aufgewachsen sind. Danke, Trilo. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Time for some portrait photography. Was? Wen soll ich denn fotografieren? Ja, Hondo. Hondo wollte ich fotografieren. Ja, aber der ist noch nicht da. Oder beziehungsweise der ist woanders. Vaeti. Septi. Septi ist neben mir. Nee, Moment. Septi ist der da. Nomtastic. Komm her. Isha Fenty. Isha. Von dem habe ich zwar schon eins, aber egal. Fenty, Saeti und Honlo. Fenty, Saeti und Honlo. Fenty ist hier oben. Could you stand still and pose, please? Kana. Habe ich dich eigentlich schon identifiziert? Okay. Saeti und Honlo. Honlo ist hier oben, aber wo ist der? Nee, Vaeti heißt der. Vaeti, wo kriege ich den denn her? Ich bin eigentlich sicher, dass ich Honlo schon hatte. Nomtastic. Nee, den hatte ich schon. Vaeti. Could you stand still and pose, please? Ach, du bist der, den ich gesucht habe. Okay, Keram. Den haben wir identifiziert. Vaeti, wo finde ich den Vaeti? Ach, der ist das. So, Moment. Haben wir dich? Nee, du bist noch unidentifiziert. Perfekt. Nomtastic. So, dann können wir wieder zurückgehen. Sehr schön. Aber eins würde ich jetzt gerne mal kurz wissen. Und zwar haben wir jetzt hier mittlerweile alle. Ah, sehr schön. Nur dreien bin ich noch nicht begegnet anscheinend. Es kann natürlich sein, dass die erst im neuen Teil kommen. Hey, Obom. Ich will dir was zeigen. Muss das sein? Wir haben keine Lust mehr, menschlichen Unsinn nachzujagen. Aber vielleicht nahm Unsinn. Erkennst du deine Lieben? Diese Bilder. Fenty, beim Schnitzen unserer ersten Trinkschüsseln haben wir von denen bekommen. Asha, beim Kräutermischen. Wir lagen in deren Armen, als wir krank waren. Und Honlo.
Dein Nesthüter liebt dich, Obom. Er ist stolz auf dich und besorgt. Ständig. Hm. Frag Honlo selbst. Was ist das? Ava? Die Liebe, nach der wir gesucht haben. Es ist keine menschliche Liebe. Du hattest recht. Es ist die Liebe der Nam. Der Namura-Lan. Die Liebe von Ava. Wir fühlen sie jetzt stärker denn je. Vielen Dank dafür, Mensch. Ich bin einfach froh, dass du dich besser fühlst. Wir werden so viel Poesie über dich schreiben. Nun, ja. Okay, warum nicht? Ja, sehr schön. Achso, Fenty wäre das nächste. So, dann gucken wir mal eben. Die Fotos habe ich aber noch nicht gemacht. Ach so, und das andere wäre dann... ja, das ist natürlich doof. Das andere wäre dann die eine, ne? Ich war im Sumpf, Fenty. Da wimmelt es nur so von kleinen Kreaturen. Du hättest es geliebt. Und wie sind die Kreaturen? Sind sie so bizarr, wie die Marubalan behaupten? Siehst dir selbst an. Ah, widerwärtig, abscheulich. Wir sind begeistert. Wenn unsere ungeschickten Hände jetzt noch ein Abbild hinbekommen. Okay. Gut, ich dachte eigentlich... Nee, immer noch drei. Hä? Ach so, und da muss ich ihm noch ein Aschur-Foto zeigen. Aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber na gut. Die Pflanzen aus dem Dschungel kann ich ja leider nicht mehr machen. Aber ich hoffe, ich kriege die vier aus den Dünen noch hin. Das wäre zumindest mal was. Ich wollte eigentlich jetzt aber gerade... Irgendwas wollte ich gerade machen. Moment, Inventar. Kreaturen. Achso, Fertigkeitsbaum, genau. Vier Fertigkeitspunkte habe ich. Was ist das? Werden dessen Effekte zurückgesetzt, aber der Dom-Effekt nicht. Das will ich nicht. Ja, sonst nehmen wir den Gegenstandsdetektor. Ja, oder wir machen das, komm. Im Prinzip ist jetzt nichts mehr drin, wo ich jetzt sage, das brauche ich jetzt so unbedingt. Was ist das hier? Das ist das mit der Rolle. Komm, machen wir die auch mal. So. Dann haben wir das schon mal hinter uns. So, dann müssen wir jetzt da unten hin. Da waren wir ja eigentlich gerade schon mal. Was macht der denn hier unten? Larock? Haben wir den schon mal? Ja. Ach, der! War das nicht der von Elvers Nasenloch? Ach. Entschuldigt bitte, ich habe hier gerade einen Niesanfall. Da muss ich rein, ne? Oder? Doch. Nee, da. Da bin ich eben durchgelaufen. Genau, das war das Richtige. So, einmal um. Ah, jedes Mal bleibe ich hier unten hängen. So, Nima, wir sind jetzt bereit, sodass wir mit dir zu den Dünen gehen können. Aber bevor wir das machen, werden wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Dann kann ich auch nochmal in Ruhe speichern. Und dann, ja, können wir in der nächsten Folge in Ruhe anschauen, wie die Dünen so aussehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!